Mein Name ist Elisabeth Färbinger. Ich habe vor 29 Jahren den Verein Partnerhunde Österreich gegründet. Wir bilden Assistenzhunde aus mit dem Eigennamen Partnerhunde. Ein Assistenzhund ist ein Hund, der ganz speziell für eine individuelle Person ausgebildet wird, zum Beispiel für jemanden im Rollstuhl, für eine gehörlose Person, für eine blinde Person, für jemanden mit Diabetes und oder Kinder mit Down-Syndrom, Autismus und dergleichen. Bis man entscheiden kann, was aus einem Welpen wird, vergeht leider viel Zeit. Es wäre schön, wenn man das schon hellseherisch sehen könnte. Aber es ist so, dass der Hund natürlich als allererstes gesund sein muss. Und dann schauen wir uns natürlich den Charakter an. Und es gibt, wie wir Menschen, unterschiedliche Charaktere haben. Ist der eine ein Kinderhund oder der andere wirklich ein Männerhund, ein Frauenhund? Der andere ist der geborene Bringer, also kommt er zum Rollstuhlfahrer. Der andere ist auf alle Geräusche sehr sensibel, also soll der zum Gehörlosen kommen. Der andere schnüffelt extrem viel und gern und findet alles. Dann kommt er vielleicht zum Diabetiker. Das heißt, erst ab dem 10. Monat zeigt mir der Hund Charaktere, wo ich mir dann schon gut überlegen kann, der passt dort, dort oder dorthin. Also im Normalfall ist es so, dass der Hund ja 8 bis 10 Monate in der Gastfamilie verbringt und also irgendwann knapp einjährig zu uns zurückkommt und dann hier am Hundehof noch 4 bis 6 Monate die Spezialausbildung hat. Das Besondere mit Tieren oder Hunden zu arbeiten ist einfach, weil sie so individuell sind wie wir Menschen. Man muss sich wirklich auf jeden Charakter einlassen. Mit jedem Hund erlebt man eine neue Reise, besondere Momente, wenn er merkt, jetzt hat er es verstanden, jetzt hat er es wirklich kapiert, jetzt kann er es umsetzen. Aber ich denke, das Besondere bei unserer Arbeit ist, wir werden am meisten belohnt, wenn wir während der Einschulung erkennen, wir haben das richtige Team zusammengestellt, der Funke ist zwischen den beiden übergesprungen und eigentlich, wenn wir sehen, nach dem 4. Tag fängt der Hund an, uns bereits zu vergessen, weil er nur noch mehr Augen hat für seine neue Person, dann wissen wir, wir haben es richtig gemacht.